einen schönen guten Morgen. Und ich hoffe, dass wir schon etwas von Gottes Gegenwart erlebt haben heute Morgen. Weil Gott ist hier. Gottes Gegenwart kommt nicht aus Jivkos Gitarre oder aus unserer Stimme, sondern was du heute Morgen schon gespürt und erlebt hast, kam von oben. Das ist Gott. Das können wir nicht machen. Das kann nur Gott machen. So, er ist schon hier. Und vielen Dank, Emir, für deine wunderbare Einleitung. Ich glaube, dass Gott gute Gedanken über unser Leben hat. Amen. Und ich glaube, dass auch heute Morgen einige hier sind, die Fragen haben. So, ich hoffe, die Botschaft von heute Morgen wird uns helfen, Gott besser zu verstehen. Ein paar Antworten zu bekommen auf unsere Lebensfragen. Vielleicht bist du festgefahren. Vielleicht hat sich letzte Woche etwas ergeben, mit dem du nicht gerechnet hast. So, ich glaube, Gott ist vorbereitet und möchte uns auch heute Morgen dienen. Jeremia hat es so gut ausgedrückt, der Geist Gottes. Die Bibel sagt, er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Das bedeutet, er hilft uns, wir sind nicht allein. Er weiß, wo wir stecken. Und so ein Brunnen, der jede Woche Aufmerksamkeit braucht, wir brauchen jeden Tag Aufmerksamkeit für unser geistliches Leben. Ich möchte den zweiten Teil mit dem zweiten Teil über Heiligung fortfahren und über drei Charakteristiken biblischer Jüngerschaft sprechen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch im Dezember, mein erstes Bild war diese, ich möchte keine Werbung machen, von Ferrero Rocher. Das Beste, dieses Bild habe ich leider nicht mehr dabei, ich würde keine Hunger machen. So, das Beste, diese Besten, wo außen drauf steht das Beste, da erwarten wir, dass auch das Beste drin ist. Weil wenn Ferrero Rocher draufsteht, dann muss auch Ferrero Rocher drin sein. Und so ist es mit unserem Leben auch. Wo Gläubiger draufsteht, sollte auch ein Gläubiger drinstecken, oder nicht? Die Qualität, auf die kommt es Gott an. Nicht so sehr die Menge, nicht so sehr das Aussehen, sondern der Geschmack. Das, was uns ausmacht. So, Heiligung bedeutet Erziehung und Veränderung durch Gott. Wer mag schon Veränderung? Aber Gott möchte uns verändern und es ist sein Wunsch, dass wir uns von ihm leiten lassen. Weil er ist der beste Leiter. Jivko ist auch ein toller Leiter, aber Gott ist noch besser. Gott ist der Leiter schlechthin. Und er weiß, wie es im Leben oft zugeht. Heiligung ist der Standard Gottes für ein Glaubensleben. Das ist dieses Rezept, was Gott uns schenkt, wenn wir wachsen wollen, reif werden wollen, gesund sein wollen und eine Zukunft haben möchten. Übrigens, Heiligung, so sagt uns Hebräer 12, Vers 14, ist, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Also wir brauchen diese Heiligung. So möchte ich heute Morgen über drei Bereiche, drei Charakteristiken der biblischen Jüngerschaft sprechen. Das erste ist die Umleitung. Das zweite Gottes Gegenwart und dann der dritte Teil persönliche Transformation. Und bevor wir in unsere Texte gehen, möchte ich noch einmal beten. Herr, du hast uns zu dieser Stunde geführt und es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Herr, wir könnten auch durch Krankheit woanders sein, aber wir sind heute Morgen hier. Du hast uns bewahrt, die Woche über. Und ich danke dir für deine Liebe für jeden Einzelnen von uns. Du hast keine Lieblingskinder. Du liebst uns alle gleich. Und so danke ich dir für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest, uns, mir ganz persönlich, für mein Leben, für meinen Dienst, für meine Beziehung, für meine Zukunft. Herr, wir möchten lauschen, was dein Geist auch der Gemeinde zu sagen hat heute Morgen. Du bist hier. Wir preisen dich und wir lieben dich. Amen.
möchte, dass ihr mit mir aufschlagt, 2. Mose Kapitel 13. Und ihr wisst, wie es so ist mit dem Bibellesen. Du liest eine Stelle zigmal und plötzlich, boom, liest du etwas und du dachtest, das habe ich schon 10 Mal gelesen. Aber das ist mir so richtig ins Auge gefallen. Und so ging mir das vor circa 2 Wochen mit dieser Stelle und ich wusste, das ist die Botschaft für heute Morgen. 2. Mose Kapitel 13, 17 bis 22. Wir erleben hier das Volk Israel, wie es kurz vor dem Auszug ist. Diese Plagen liegen hinter dem Volk, diese Plagen für die Ägypter. Mose ist der Leiter und sie stehen kurz vor dem Auszug. Vers 17. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, also hier erleben wir jetzt wirklich diesen Auszug, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Und die andere Schriftstelle lesen wir in Hiob, ganz am Ende des Buches, Hiob Kapitel 42, die ersten 6 Verse. Hiob 42, 1 bis 6. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Diese Umleitung, das ist eine interessante Beobachtung, dass Gott sein Volk aus Ägypten führt, aber nicht direkt den nächsten Weg, sondern einen Umweg. Die einen Führerschein haben, darf ich mal fragen, wer ist schon Umleitung gefahren? Okay, die meisten. Wer mag Umleitungen? Wer mag Umleitungen? Keine einzige Hand. Weil wir haben alle unseren Plan. Wir wollen alle schnellstmöglich ans Ziel. So sind wir. Warum ließ Gott das Volk einen Umweg gehen? Und hier verrät uns der Text, dass es die Philister waren, die sie eventuell angegriffen hätten. Also Kampf. Gott wusste das. Frisch ausgezogen, gleich in einen Kampf verwickelt. Gott wollte das nicht. Das hätte die Israeliten wieder in die Vergangenheit rückkatapultiert. Gott ist weise, er weiß, was er tut. Wer waren die Philister? Nun, wir lesen vieles im Alten Testament, besonders in Samuel, in Büchern von Samuel, dass viele Kriege auch da waren zwischen Israel und den Philistern. Aber ursprünglich war es eigentlich eher eine gute Beziehung zwischen Abraham und dem König der Philister, Abimelech. Die kannten sich. Die waren Freunde. Die hatten eine relativ gute Beziehung, aber schon in der nächsten Generation zwischen Isaak und Abimelech
da begannen diese Streitigkeiten. Das erste war, dass Isaak dem Abimelech verschwiegen hatte, dass Rebekka seine Frau ist. Und der Abimelech hatte schon ein Auge auf sie geworfen. Und dann kam es heraus und der Abimelech war wirklich sauer und sagte: Ich glaube, du hast den Verstand verloren. Warum hast du mir nicht gesagt, dass Rebekka deine Frau ist? Aber es kam noch gravierender. Isaak blieb bei diesem König Abimelech und Gott segnete ihn. Und was in der Regel folgt aus dem Segen Gottes? Manchmal Reichtum. Materieller Reichtum. So Isaak wurde reich. Aber nicht nur reich, er wurde steinreich. Und hier in 1. Mose 26 für uns, die das nachlesen möchten, 12 bis 14 lesen wir, Gott hatte ihn so gesegnet, den Isaak, dass er steinreich war, dass die Philister anfingen, ihn zu beneiden. Neid, das ist wie Gift in einer Beziehung. Und hier fingen dann diese Streitigkeiten an. Nun, worin bestand diese Umleitung? Wohin führte diese Umleitung? Wir lesen es. Es führte in die Wüste. Dieser Umweg war die Wüste. Und ich gehe mal auf den Text ein. Wörtlich bedeutet es der Weg der Wüste oder der Wüstenweg Richtung Schilfmeer. Also Schilfmeer war die Zwischenstation, aber der Weg dadurch war die Wüste. Wie kam es zu diesem Umweg, zu dieser Umleitung? Nun, der Text, wenn wir so die Übersetzungen lesen, die lassen uns doch nicht ganz durchblicken. Wir müssen uns mit dem Text mehr beschäftigen. Und da ist interessant, für die, die Hebräisch mögen unter uns, da gibt es eine Zeitform, diesen Hifil, und der drückt diesen Aktiv-Kausativ aus. Habt ihr alle das verstanden? Okay, hier die Übersetzung. Der Text hier an dieser Stelle bedeutet, dass es eine Verbform gibt, die darauf zurückweist, wer die Ursache war. Und hier heißt es, dieser Umweg war eingeleitet von Gott. Gott war die Ursache. Da waren keine Zufälle im Wald, da waren keine Zufälle irgendwo herum. Gott wollte das. Gott hat es verursacht. Wow, Gott ist mächtig, oder nicht? Was hat dieser Text mit uns zu tun? Ich möchte diese Umleitung als ein Bild für uns nehmen. Auch für unseren Auszug. Für die wir Jesus kennen, für die wir unser Leben ihm anvertraut haben, einmal oder auch täglich. Wir stellen fest, dass bereits vor unserem Auszug Gott die Leitung in unserem Leben übernommen hat. Amen. Ich möchte, dass wir uns bewusst werden, dass Gott, bevor wir unser Leben überhaupt ihm gegeben haben, hat er bereits die Weichen gestellt, um den richtigen Weg zu gehen. Gott ist immer vorbereitet. Gott ist nie überrascht. Er kennt die Zukunft. So hat Gott unmittelbar vor meiner, wie auch wahrscheinlich vor deiner Lebensübergabe an ihn, die Leitung schon übernommen und war bereit, unser Leben in seine Hand zu nehmen. Gott führt dann einen anderen Weg, als der, welcher sichtbar am nächsten ist. Und hier zeigt sich Gottes Führung. Was wir mit unseren Augen sehen, was wir mit unserem Verstand als richtig, vernünftig, logisch betrachten, einteilen, einkategorisieren, das hat manchmal wirklich nichts mit dem zu tun, was Gott für uns geplant hat. Wir denken rational. Wir denken, was wir sehen, das Naheliegendste. Das macht doch Sinn, oder nicht? Warum denn nicht? Aber Gottes Denkweise ist anders.
Der nächstgelegene Weg ist oft eben nicht seine erste Wahl für uns. Unser Problem ist, wir können nicht hinter die Kurve schauen. Noch nicht. Vielleicht, wenn Google besser wird und wir Internet überall haben, selbst auf dem Knie, dann können wir vielleicht mal hinter die Kurve schauen und in der Kurve überholen. Bitte nicht. Bitte nicht überholen in der Kurve. Ich spreche von einer Möglichkeit, nicht von einer Tatsache, okay? Gott kann hinter die Kurven schauen. Bist du darüber glücklich? Ja. Ja. Er weiß, was hinter dem Berg ist. Wir wissen es nicht. Wir denken oft, und ratet mal, wo ich dieses Bild her habe. Von Freudenstadt. Richtung Bahnhof. Wir denken manchmal, nach links abzubiegen ist richtig, um ins Zentrum zu kommen. Das ist der Weg. Doch nicht immer ist dies der beste Weg für uns. Wer das Zentrum hier wählt, landet in den Baustellen. Wer möchte das? Kostet mehr Zeit und mehr Nerven. Wir wissen das, weil wir hier leben, weil wir hier wohnen. Aber manches Mal sagt Gott, weißt du was? Du gehst lieber nach rechts ab. Dreh nach rechts ab. Manchmal führt Gott einfach nach rechts. Wir müssen lernen, unser Leben von Gott führen zu lassen und ihm zu vertrauen. Auch wenn die Logik manchmal dagegen steht. Das heißt nicht, dass wir Blödsinn machen sollen. Das heißt es nicht. Warum führt Gott eine Umleitung ausgerechnet in die Wüste hinein? Nun, Gott führt umgehend in einen völlig neuen Lebenskontext für die Israeliten. Weg von den Fleischtöpfen, weg von dem Essen, aber auch weg von der harten Sklavenarbeit, hinein in eine nicht vertraute Gegend. Ich drücke es mal so aus, die Israeliten brauchen ein Alternativprogramm zum Sklavendienst. Weg von den vielen Göttern Ägyptens, und die hatten viele, hin zu dem einen wahren Gott. Weg von menschlicher Versorgung, umgeben von Essen, Fisch. Wir erleben das im 4. Buch Mose Kapitel 11, dass das Volk wieder einmal sich beschwert und zurückschaut, was sie in Ägypten alles an gutem Essen haben. Weg von menschlicher Versorgung, hinein in die Wüste, hin zu göttlicher Versorgung. Wow, das ist risikoreich, ist es nicht? Wer kann in einer Wüste leben? Glauben wir es oder glauben wir es nicht, doch in einer Wüste herrscht Freiheit. Das ist eine neue Perspektive. In einer Wüste herrscht Freiheit. Sicherlich nicht geht es in erster Linie um das Unbekannte. Aber es ging auch hinein in das Einsame. Und es ging auch hinein in die Ruhe. In das Erholsame. In das Abgeschiedene. Das war ein Alternativprogramm. So mal ganz weg von der Arbeit. Wer nur Sklavendienst kannte und jetzt in die Wüste geleitet wird, der befindet sich tatsächlich in einer völlig neuen, anderen Umgebung. Da sind keine Peitschenhiebe mehr, da fließt kein Blut mehr, da werden keine Menschen mehr umgebracht, da werden keine Menschen mehr misshandelt. Da werden Menschen geführt unter einer gewaltigen Hand von diesem neuen Gott, der sein Volk befreit hat und der mit diesem Volk leben möchte. Gott führt sie
auch in diese Wüste, um mit ihnen erste Erfahrungen zu machen. Und das ist interessant. Gehen wir mal kurz durch die Kapitel. 2. Mose Kapitel 14, also unmittelbar das nächste Kapitel aus unserem Text. Hier erleben die Israeliten, wie Gott sie durch das Schilfmeer führt. Trockenen Fußes. Wunder. Großartiges Wunder. Wir erleben in Kapitel 15 das erste gemeinsame Lied. Das übrigens, das heißt zwar das Lied des Mose, aber die Schrift sagt gleich im ersten Vers, es wurde von Mose und den Israeliten gesungen. Der erste gemeinsame Lobpreis, das erste gemeinsame Lied unter neuer Führung. Ein Gemeinschaftslied, das Gottes Macht proklamiert. Und dann kommen die Wunder, Versorgung mit Wasser. Im gleichen Kapitel 15, 22 bis 27 und im Kapitel 17, Verse 1 bis 7. Und dann kommen die Wachteln dazu und das Manna, das Fleisch und der Kuchen, sag ich mal. 2. Mose Kapitel 16. Und erst dann beginnt der erste Kampf in Kapitel 17. Vers 8 bis 16, aber nicht gegen die Philister, sondern gegen die Amalekiter. Gegen ein anderes Volk. Und sie waren siegreich. Ich möchte uns die Frage stellen, erinnern wir uns auch an unsere ersten Erfahrungen mit Gott, nachdem wir ausgezogen waren, uns unser Leben ihm gegeben hatten? Was waren unsere ersten Schritte im Glaubensleben? Natürlich haben wir ihm gern unsere Leitung übergeben, oder nicht? Haben gesagt, Herr, wunderbar, du bist es, dir folge ich für immer, bis in alle Ewigkeit. Und ich tue für dich alles. Es war alles neu und ungewohnt, alles frisch. Und es hat uns nichts ausgemacht. Das war ein Auszug. Wir waren freudig drauf, klasse drauf, Pastor, gib mir eine Arbeit. In der Gemeinde. Ich kann nicht genug haben. Lass uns auf die Straße gehen. Evangelisieren. Da war Feuer da, Geschwister. Neues Leben. Überschwängliche Freude. Triumph. Neue Geschwister. Neue Freunde. Eine neue Familie. Und ich frage mich manchmal, warum wir dann später im Glaubensleben uns so gegen Gottes Führung wehren. Dass wir gegen Gemeindeleitung uns aufwiegeln. Dass wir über unsere Geschwister herziehen. Sie kritisieren, oh, dein Gesicht gefällt mir nicht mehr. Da waren in diesen ersten Zeiten, Geschwister, da waren Gesänge da, neue Worte, eine Liebe, eine Verbundenheit. Meine ersten Erfahrungen in den ersten 5 bis 7 Jahren, ich hatte mit zwölf Jahren mein Leben Jesus gegeben, die ersten 5 bis 7 Jahre waren ein Stück Himmel auf Erden, Geschwister. Es waren Geschwister da, die haben mich getragen, die haben mich beschützt, die haben sich für mich eingesetzt. Ob das geistlich war, ob das leiblich war, wir haben Feste gefeiert, Geschwister. Da gab es Essen im Überfluss. Wow! Und ich liebe Essen. Ich habe eine ganz tolle Frau, die hilft mir, dass ich mein Gewicht halte. Wir haben gesungen während dem Putzen. Wir haben gelobt. Wir haben gebetet zusammen. Wir haben gegessen zusammen. Es war fast ein unbekümmertes Glaubensleben. Ich hoffe, du hast es auch erlebt. Die ersten Jahre. Das war Himmel auf Erden. Und dann wurde ich mit 16 Jahren getauft.
Geschwister, und der Himmel kam herab. Und nicht die meisten schulpflichtigen Kinder sind ja nicht unter uns jetzt. Aber ich wollte nicht mehr in die Schule gehen. Ich wollte nur noch schnell nach oben. Herr, hol mich ab. Ich bin bereit. Die ersten paar Tage nach meiner Wassertaufe, Geschwister, das war absolute Herrlichkeit Gottes in meinem Leben. Und Schule? Vergiss es. Gott hat sie auch privat in mein Leben gezeigt. Mit 18 Jahren meinen Führerschein bekommen. Und ihr wisst, wie das so oft ist. Was will man dann machen? Man will angehen, oder nicht? Nun, ich war nicht der große Angeber. Aber ich bin in einen ersten Verkehrsunfall gewickelt worden, mein erster Verkehrsunfall. Und ich habe überlebt. Ich habe ein persönliches Wunder erlebt in meinem Leben. Und der Polizist, ich konnte noch aus meinem eigenen Auto aussteigen und stand neben meinem Auto, neben meinem Wrack. Und der Polizist sagte zu mir, Herr Schumacher, Sie können Ihren zweiten Geburtstag feiern. Um ehrlich zu sein, ich habe mir wenig Gedanken in diesen Jahren über das Thema geistliche Kämpfe gemacht, muss ich ehrlich bekennen heute Morgen. In den ersten Jahren meines Glaubenslebens konnte ich viele Bibelstellen, die über geistlichen Kampf, Waffenrüstung und so weiter handelten, nicht verstehen. Sicherlich Hiob war der Klassiker. Hier und da eine Predigt über Hiob gehört. Aber so richtig verstehen konnte ich die Theologie Hiobs nicht. Der Mann war doch okay. Gott, es gibt doch keinen besseren. Gott hatte ja nichts auszusetzen an Hiob. Und trotzdem, dieses Tief an Leid, an Enttäuschung, an Verlust, dieses Level, dieses tiefe Level an Theologie, die sich im Buch Hiob widerspiegelt, konnte ich in meinen ersten 5 Jahren als Christ nicht verstehen. Diese Kämpfe. Warum? Weil Gott mich bewahrt hat. Auch er führte mich bis zum gewissen Sinn eine Umleitung und hat mich erstmal seine Größe und Nähe erleben lassen. Seine Gegenwart war so real, und das sind wir jetzt beim zweiten, Gottes Gegenwart. In der Wüste, da gab es nichts mehr, außer Gottes Gegenwart. Ich möchte, dass wir diese Feuersäule und diese Tagessäule uns nicht vorstellen als Mickey Maus. So mal hier ein kleines Wölkchen und dort ein kleines Wölkchen. Ich habe dieses Bild gefunden. Das hat mich, wow, motiviert. Diese Wolke, wie gesagt, das war kein Mickey Maus. Das war Präsenz Gottes. Über diesem Volk, hinter diesem Volk, vor diesem Volk, zu jeder Zeit, 24/7. Die Menschen haben 24/7 nicht erfunden. Go shopping 24/7. Das stammt nicht von den Menschen. Das stammt von den Menschen. 24/7 war von Gott, okay? Weil er damals schon in seiner Präsenz überall da war. Zu jeder Zeit. Immer. Jeden Moment. Geschwister, und so ist auch Gott immer noch hier. 24 Stunden, 7 Tage. Diese Zeit in der Wüste war geprägt durch Gottes heilige Gegenwart. Keiner durfte dieses Volk aus dem Hinterhalt angreifen. Gott beschützt es. Diese Gegenwart, Geschwister, wie wir es auch heute Morgen schon gehört haben, wird uns allen gewährt. Jesus sagt am Ende des Missionsbefehls, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jede Sekunde unseres Lebens ist Gott bei uns. Heiligung, Geschwister, ist verbunden mit Gottes Gegenwart.
Gottes Gegenwart ist verbunden mit Heiligung. Es ist ein Weg mit Gott, unter Gottes Schutz. Und es sind diese in der Wüste auftretenden für uns, das ist unmöglich, Momente, die zu göttlichen Momenten werden für Gott, damit er sich erweist. Interessant ist, diese ersten Erfahrungen erleben wir nicht einen Gott, der sich beschwert, dass das Volk sich beschwert. Das Volk ruft nach ihm und Gott antwortet. Wenn wir rufen, wird Gott antworten. Wenn wir nach seinem Wort leben, wird Gott sich zeigen. Gott hat die Lebensführung für dein Leben übernommen. Amen. Für jeden von uns. Wir haben diese wunderbare Predigt über diesen Hirten vor 2 Wochen gehört. Er hat sich entschlossen, uns zu leiten, uns zu führen, immer da. Ich möchte, dass du das ganz fest greifst und in dein Herz einsinken lässt. Gott ist mit dir. Er liebt dich. Er ist dein Hirte. Und dir wird nichts mangeln. Geht es Gott bei seiner Gegenwart, bei seinen Wundern um eine Show, habe ich mir die Frage gestellt. Geht es Gott um eine Selbstbeweihräucherung? Braucht Gott das? Nein. So, die Frage ist berechtigt, warum tut Gott das? Warum zeigt er sich in solchen Bildern? Warum erweist er sich in Wundern? Nun, er möchte in uns etwas bewirken. Er möchte in uns eine Veränderung bewirken. Er möchte in uns eine Veränderung unserer Sichtweise bewirken, wie wir Gott sehen heute. Weil unsere Theologie, Geschwister, ist eingeschränkt, ist begrenzt. Ich erlebe immer wieder, dass Gott mich überrascht. Und dann muss ich wirklich sagen, Herr, vergib mir. Ich hatte gedacht, du wärst so, aber du bist ganz anders. Ich habe gedacht, du bist so klein, aber du bist so groß. So, diese Erfahrungen führen hinein in eine Veränderung in unserem Denken. Diese Erkenntnistheorie, dieses Erkennen, dieses theoretische Wissen, diese Theologie, die wir oft von Gott haben, die möchte Gott, dass es sich ins Praktische übersetzen lässt. Die möchte Gott, dass wir ihn so erleben, wie er tatsächlich ist. Und er ist oft ganz anders. Oft viel liebevoller, als wir ihn uns vorstellen können. Und oft segnet mich Gott, obwohl ich etwas anderes verdient hatte. So ist Gott. So, was bedeutet das für uns? Erfahrungen in unserem Glaubensleben führen in die Veränderung und in eine andere Blickrichtung. Kommen wir nochmal zurück zu Hiob. Hiobs gottesfürchtiger Lebensstil wird von Gott sehr ernst genommen. Da ist gar kein Zweifel dran. Und auf diesen Lebensstil, da wird auch Satan aufmerksam. Ui, da ist einer, der meint es ernst. Da ist einer, der folgt Gott wirklich nach. Jetzt gehe ich mal zu Gott und frage mal nach, ob ich darf. Und Gott lässt es zu. Gott lässt es zu. Es kommt nicht von Gott, aber Gott lässt es zu. Die spannende Frage im Buch Hiob für den Leser ist, wird Hiob seinem Gott abschwören? Wird er alles fallen lassen? Wird er Gott absagen? Das ist die spannende Frage. Und ich möchte kurz über Hiob sprechen, weil er war ein wirklicher Mensch, so wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Wenn wir die einzelnen Kapitel durchgehen, Hiob 3, hier sehen wir einen Hiob, der in Depressionen verfallen war. Auch in Kapitel 3 denkt er an den Tod. Er will nicht mehr.
er ist müde. Kapitel 6, er möchte sterben. Manche gehen so weit und sagen, hier widerspiegelt sich Selbstmordgedanken. Er war am Ende. Hiob versteht nicht, was sich in seinem Leben abspielt. Er weiß nur eins, ich gehöre Gott. Manche Zutaten, sprich Kämpfe in einem Glaubensleben, sind manchmal nicht zu verstehen. Was tut Hiob? Er sitzt in Asche. Manchmal ist das der einzige Weg, was wir tun können. Aufgeben, hinsetzen, schweigen. Und was passiert im Kapitel 38 bis 41? Gott taucht auf. Diese Regen im Wettersturm. Ein Tag vor meinem 40. Geburtstag, Geschwister, war ich in den USA. Wir waren für einige Jahre in den USA. Und am 27. April, jetzt muss ich rechnen, vor meinem 40. 39. Das war 2011. Ein Tag vor meinem 40. Geburtstag habe ich meinen ersten Tornado erlebt in den USA. Und er kam wie ein Zug angebraust. Wenn du dich mal ein bisschen mit Tornado-Wissenschaft beschäftigst, jeder Tornado hört sich an, wie wenn ein Zug anfährt. Und dieser Tornado ging um unser Haus herum, um diese Stadt herum. Manche Häuser wurden einfach mitgenommen. Weg. Das Einzige, was blieb, war die Badewanne. Weil darin suchst du Schutz. Nicht in der Garage, nicht im Keller, in der Badewanne ist da, wo du deinen Schutz suchst. Und alles war weg. Geschwister, ich habe die Kraft der Natur erlebt aus erster Hand. Am gleichen Nachmittag sind wir zu den Eltern gefahren, weil wir einfach ein bisschen Ruhe haben wollen, außerhalb der Stadt. Geschwister, ich habe Zerstörung gesehen. So etwas habe ich noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Naturkräfte. Da war nur noch Holz. Zwei Tage später haben wir in einer nahegelegenen Ortschaft mitgeholfen aufzuräumen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Da hingen Haustüren an den Bäumen. Die Bäume waren abgelaubt. Nur Zerstörung. Was mich wirklich ermutigt hat, war, ich habe gemerkt, in dem Busch, wo ich die Sachen vorbeigetragen habe, hatte ein Vogelpaar überlebt. Mit seinen Jungen, die wurden weiter gefüttert. Ich dachte, Gott, wie ist das möglich? Alles kaputt, außen herum. Und dieses Vogelpaar lebt weiter und zieht seine Jungen weiter auf. Das ist Gott. Gott kann in einem Wettersturm bewahren. Gott kann durch einen Wettersturm reden. Und so manche Krisen und unglaublich schwere Zeiten in unserem Leben, Geschwister, sie müssen sein, damit wir hören. Damit wir Gott erleben in einer Dimension, wie sie noch nie vorhanden war. Und dann verändert sich unser Denken. Dann werden wir transformiert. Wir sagen oft, wir wollen so sein wie Jesus, wir werden so sein wie Jesus. Ja, das stimmt. Aber es geht nicht ohne Transformation. Und das wird Gott tun in unserem Leben. Dafür ist er zuständig. Damit sich unsere Theologie als wahrhaftiger herausstellt. Unsere Theologie als praktischer herausstellt. Es bringt nichts, wenn wir bei der Theorie bleiben. Unsere Theologie muss praktisch werden. Im Dienen, im Dienst, hier und in der Welt. Und Gott will uns gebrauchen dafür. Wir halten Korrektur und kommen durch Transformation, durch Erfahrungen Gott näher. Und das wünschen wir uns doch alle, oder nicht? Gott näher kommen. Ich möchte zum Schluss kommen und zusammenfassen.
Erstens, Gott verursacht Umwege und leitet seine Kinder seinen Weg. Das ist sein Weg. Und davor brauchen wir auch keine Angst zu haben. Gott möchte, dass wir uns öffnen. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir nicht wissen, was hinter der Kurve liegt. Manchmal ist es gut, nicht zu wissen, was hinter der Kurve liegt. Gott wird uns nicht missbrauchen. Gott wird auch nicht ein Spiel mit uns spielen. Gott ist ein ernsthafter Gott. Dieser Weg geht für uns oft in die andere Richtung. Zweitens, es ist der Weg in die Wüste, der Weg in eine völlig neue Welt. Dort erleben wir neue Gläubige, neue Menschen, einen neuen Lebenskontext, neue Lieder, neue Liebe, ein Frischsein, ein Frischwerden. Und drittens, Gott ist immer gegenwärtig. Geschwister, zweifeln wir bitte nie Gottes Gegenwart an. Er ist da. Auch wenn wir nicht fühlen können. Das hat er uns versprochen, dass er immer da ist. Und viertens, Gottes Absicht ist es, seine Kinder zu verändern. Persönliche Transformation ist sein Ziel. So werden wir in den Kämpfen nicht verlieren, wenn wir uns an ihm festhalten. Sondern wir werden gewinnen und wir werden reifer werden in unserem Glaubensleben. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Wir werden noch eine Zeit des Lobpreises haben und ich hoffe und wünsche, dass du dich ermutigt fühlst, Gott jetzt zu loben und zu preisen, weil er ist hier. Lob und preise ihn. Zeig ihm, dass du ihn liebst. Zeig ihm, dass du diesen einen Schritt gehst und ihm vertraust und sagst, Herr, ich weiß nicht, was in meinem Leben passiert, aber ich preise dich trotzdem. Lass heute Morgen Gott deine Stimme hören. Lass ihn dein Herz sehen. Er ist hier. Er will dich weiterbringen. Er will dir auch eine Antwort geben. Nicht immer die, die du brauchst oder hören möchtest, aber die, die notwendig ist für jetzt. Für jetzt, für diese Sekunde. Und vielleicht ist jemand hier, der Gebet braucht. Manchmal brauchen wir das Gebet der Geschwister. Die Leiterschaft wird vorne sein. Ich möchte dich bitten. Ohne Zwang, wenn du wirklich möchtest, dass wir für dich beten, komm nach vorne. Gott ist hier. Er liebt dich. Er segnet dich. Lass uns singen.